Hallo, meine Lieben. Ja, ich bin wieder da. Seit einem Monat jetzt, weil ich hatte Videos vorgedreht und heute wollte ich mit euch mein Goodie Box unboxen von März jetzt. Und ich werde heute ein paar Videos vordrehen. Ich meine drehen, da ich heute mehr Kraft habe, obwohl ich noch nicht 100% bin. Und ihr bekommt jetzt Goodie Box. Nachher drehe ich noch die Pip Box. Das ist aus England. Eine vegane Beauty Box ohne cruelty free, kann da nicht aussprechen. Das ist ja vegan, wie gesagt. Cruelty free, genau, Beauty Box. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch ein bei meinen Box, und weil es gibt immer wieder kleine Überraschungen, Verlosungen für euch. Und jetzt genug gelabert, wir machen den Goodie Box mal auf. Diesen Monat wieder diese ganz hellen Schublade. Und so sieht der Box aus. Diesen Monat haben wir den Motto Body Love. Ja, ist auch schön, ne? Und ja. Und viel Spaß. So. So sieht der aus. Pusten ist noch nicht 100% weg, ne? So, ich mache hier mit Karma Meju die Marke. Das ist eine Face Body, ja, Face for Face Body and Hair, oder? Was steht da? So sieht die aus. Große Flasche, 200 Milliliter. Moment, ich schaue hier rein. Das ist ein Pflegeprodukt, die natürliche Hautbarriere stärkt. pH-Wert durch Kontakt mit Wasser aus der Balance geraten ist. Die pH-Solution beugt intensiv Feuchtigkeitsverlust, Empfindlichkeit, Trockenheit und Schäden durch Umweltflüsse vor und stärkt die natürlichen Fähigkeiten der Haut. Täglich. Gesicht, Hals, Brust, Hände, Kopfhaut oder Körper auftragen. Der kostet alleine Full-Size-Größe 27 Euro. 27 Euro. Ja, und der Box kostet im Abo, kein Abo, regulär 19,95 €. Und ihr könnt gerne meinen Code, hier blende ich den ein, mein Code, mit meinem Code 50% sparen auf eure erstes Box. Das heißt, ihr bezahlt nur 9,95 €. Eine Schnapper, ne? ja, einmal die. Dann haben wir von Biva Beauty Pure and Expert Sherry Blossom Spülungen. Ja, genau. 40 Milliliter Miracle Beauty Power. Okay, so sieht die aus. Und wir lesen mal vor. Diese Spülung ist ein echter Alleskönner. Sie macht das Haar weich und geschmeidig, ohne es zu beschweren. Der kostet Größe Flasche 350 Milliliter 21 Euro. Das ist 40 Milliliter. Muss ich ausrechnen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ja, das ist so 40 Milliliter. Ja, weiß ich nicht. 3 Euro vielleicht, weiß ich nicht. So, weiter geht's mit dieser schönen Modell Co. Full Size Produkte, ein Lippenstift, und der kostet 20 Euro. Ja, 20 Euro kostet der. So ein bärtiger Ton passt heute auch zu meinem Outfit. Ich habe heute eine von, das ist von Action, die hatte ich von, wie heißt die Marke? Weiß ich nicht mehr, hatte ich bei Action gekauft. Ja, 20 Euro kostet der. Drittes Produkt. So, jetzt noch zwei Produkte in der Box. Einmal so eine wie heißt das? Face Prep. Okay, so sieht das aus. Ist eingepackt. Lass das mal so, weil ich habe noch viele im Gebrauch. So peelingmäßig fürs Gesicht. Kann man hier die Hände rein, ich meine die Finger rein tun. Und das
sieht so aus. Das ist der. Da steht der neue Start in deine Badezimmerroutine. Das Face Prep Toll von Nire ist, da, ist für strahlende Haut und eine Glow Make-up für ein Glowy Make-up Look sorgt. Die weichen Bürsten sind unterschiedlich in Lang und verpassen deine Haut neben einer gründlichen Reinigung noch ein sanftes Peeling. Oh, das ist auch zum Peeling. Ja, und der kostet 5 Euro. Ja. Letztes Produkt. Nee, noch zwei. Oh, ich dachte letztes. Momento. Comedux, das ist Französisch, ne? Comedux Lip Love. Das ist eine Lippenöl. Ja, genau. Man kann hier rein, hier drin haben 3 verschiedene Farben. Und wir schauen gerade, und das ist Full Size Größe, 18 Euro kostet der. Schön, oh, ich hätte lieber eine andere, so rötliche, aber naja, es klebt alles. Riecht schon mal gut. So sieht das aus. Aber generell, es klebt ein bisschen, aber ich weiß nicht. Generell benutze ich keins, kein Lippenöl. Und zum Schluss noch ein Highlight-Produkt von Face Zero Queen Eyeshadow. Die bestimmte Dinge im Leben glitzernde. Die besten Dinge. Ja. Gönn deinen Pinsel einen freien Tag. Den besten Effekt erzielst du, wenn du den Lidschatten direkt mit den Fingern aufträgst. Metallvoll Eyeshadow. Kostet 11,50 Euro. Ich glaube, ich werde das nicht swatchen, weil man da hat immer so vieles und dann swatcht man und das wird dann. Ich kann euch aber zeigen. Wow, ich dachte, das wäre größer. Hätte ich mal. Habe ich schon Unboxings von gesehen. So sieht der aus. Ich habe heute. Wir haben schönes Wetter, sonnig. Aber wenn ich mit Tageslicht filme, dann hier kriege ich. Ist nicht gut fürs Filmen. Dann habe ich hier heute mein Softbox an. So sieht das aus. Riecht nach nichts. Ich werde das nicht swatchen. Sorry, aber man braucht man kann nicht alles auf einmal haben. So, und das war's dann. Ja, ich werde euch hier irgendwo den Preis von Gesamtbox einblenden. Und da oben vielleicht verlinke ich euch noch ein paar Videos von mir oder mal schauen. Und ja, das war's dann von meiner sorry, von meinen Goodiebox. Und ja, jetzt kommt noch ein Highlight. Und das heißt, ich verlose an euch diese schöne Lippenöl von Comedux. Und der kostet 18 Euro alleine. Und ja, ich alle Infos stehen unten in der Infobox. Bitte sichtbar sein, weil sonst braucht ihr keine Kommentare zu schreiben. Ist für meine Abonnenten und ihr müsst bitte sichtbar sein. Das ist ganz einfach einzustellen. Und wenn ihr nicht sichtbar seid, dann schreibt mir bitte keine, keine Kommentare, weil da kann ihr könnt doch nicht mitmachen. Sorry, aber so sind die Bedingungen. Und ja, die einmal für euch. Und ja, ich hoffe, mein Unboxing hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne Feedback da lassen. Ich freue mich immer. Oder kostenlos abonnieren, weil jeden Monat verlose ich immer was. Und ich habe 2 bis 3, kommt immer drauf an, welche ich bestelle und nicht, weil ich habe die Look Fantastic Box ein Jahresabo abgeschlossen. Das heißt, jeden Monat habt ihr sowieso Verlosungen von Look Fantastic Box und von Goodie Box. Mal schauen, wie lange ich die noch behalte, aber ja, so ist das. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald. Tschüss!